Ja, was mag wohl hinter dieser Tür stecken? Ich würde sagen, ein Dungeon. Martin? Die Narbe. Die Narbe. Genau, wir sollen hier eine Kreation vernichten von Von der der Schamanin. Schamanin, genau, nachdem die uns so ein cooles Dings. Oh, da hinten ist eine Box. Ah, oh, da kann man auch langlaufen. Nachdem die uns so einen coolen Talisman gefertigt hat, sind wir ihr auch ein bisschen verpflichtet und zerstören mal ihre Kreation. Ich hole Wir müssen dabei. mal, wir müssen dann auch mal jetzt dann Ja. den Talisman nutzen sozusagen. Haben wir den dann angelegt? Den haben wir angelegt. Ja, dann kriegen wir mit jedem Schlag oder mit jedem Kill, ich weiß gar nicht mehr genau, Ich Reaper-Energie. glaube mit jedem Schlag. Moment mal, nee, Quatsch. Ich finde die Menüs ehrlich gesagt ein Tick zu langsam. Dieses Umschalten zwischen den Blättern dauert mir ein bisschen zu lange. Ah ja, tatsächlich, der ist angelegt. Genau. Der hat Grimmig. leider sonst keine Fähigkeit, aber er bringt halt die Reaper-Form hoch und du hast völlig recht, ich könnte öfter mal im Kampf einfach die Reaper-Form Probieren wir es mal. anschalten. Viele Leute haben wieder unter das letzte Video geschrieben. Gar nicht unter das letzte Video, unter das erste Video der letzten Session. Das war dann die Folge 28. Ach, guck mal, da ist er schon. Boah. Er macht. Oh. Ich dachte schon, der Bosskampf kommt aber schnell, aber. Dann machst du aber wirklich gleich, oder? Ja, hallo? Ja, nicht. Keine Suspense. Was denn? Aber nicht Was gegen die wolltest du? Hampelmänner. Was wolltest du denn sagen? Oh, das hat gar nicht viel gemacht. Hast du es gesehen? Das ist. Das hättest du vor allem gegen den Boss aufheben müssen. Gegen welchen Boss denn? Ja, gegen dieses. Ach, wir kennen doch das Spiel inzwischen. Das schickt uns doch durch den halben Dungeon, bevor wir den wiedersehen. Das stimmt natürlich. Aber ich bin doch so sparsam immer mit denen. Ich hätte es jetzt nicht ausgegeben an dieser Stelle. Ich will ja mal sehen, wie schnell das Amulett auflädt. Die Energie wieder auflädt. Also, was ich sagen wollte, ist, Leute haben sich beschwert, sind drunter geschrieben, dass wir Was? wieder falsch, Beschwert? Ich höre sofort dass auf. wir falsch Ausrüstungsgegenstände wieder eingesammelt haben. Ich habe mir irgendwelche Armbänder angelegt, die wieder mal schlechter waren, als was wir schon hatten. Das ist Ja natürlich, was wir und? auch die ganze Zeit Jeder hat aber eine andere Modewahl. Ja. Dass wir immer keine Lust haben. Wir haben ja keinen Bock, irgendwie immer dann ewig diese Gegenstände zu vergleichen. Das nervt ja Ja, eher. das ist wirklich einfach nicht, muss man ganz klar sagen, das ist nicht gut gelöst vom Das ist Spiel. blöd Das, gemacht. es hält einen auf und ich will doch nur zuhauen und mit irgendwas zuhauen, was mehr Wumms hat. Genau, es reißt einem so ein bisschen aus dem Flow raus. Bei Diablo 3 oder so finde ich es okay, weil es so ein ganz elementarer Bestandteil ist. Da macht mir es auch richtig Da steckt Spaß. ja auch nicht mehr viel mehr anderes Zeug drin bei Diablo. Also da geht es ja wirklich im Kern darum. Hier geht es ja im Kern auch noch darum, rumzuklettern und. Oh, verflixt. Die sind ja ganz schön stark. Warum sind die so stark? Was? Reden zu viel. Ha. Krass! Was war denn das? Du bist aus der Übung, Christian. Ich hatte zu viel gespielt letztes Mal. Holla! Ja, auf jeden Fall nur mal kurz noch die Anmerkung, wenn ihr halt jetzt immer nur scharf drauf seid, dass wir genau die richtige Kombination aus Ausrüstungsgegenständen anlegen, dann tut Dann mir müsst ihr das in Let's Play bei jemand anders schauen. Wenn ich Es böse, aber gibt ja genug. ja, aber es ist echt so. Wir haben ja doch ganz schön anstrengend, immer dann diesen Quatsch auch noch anzugucken. Wir gucken also, wenn da ein paar coole Zahlen aufläuft, dann nehmen wir das halt. Ja. Oh, guck mal, das geht aber gut mit dem Reaper-Ding. Reaper-Energie, ja. Ja. Vor allem mit den Schüssen sehe ich gerade. Ja. Oh. Wir sind wieder fast kaputt. So, da kam die Reaper-Form genau zur richtigen Zeit. Schießt jemand noch weg? Die Nerven. Aber ich wundere mich ein bisschen, warum kann ich denn. Moment mal. Ja. Haben wir jetzt einen Bug oder was? Ich drück den Knopf und ich krieg die Magieanzeige nicht. Haben wir wieder hier ein kaputtes Gamepad? Wie viele kaputte Gamepads haben wir eigentlich? Ich weiß es auch Nee, aber die nicht. Taste ist da. Moment. Im Menü geht's hier. Na, Mü. Ja. Menü geht sie. Komisch. Ich Spiel wollte das mal nämlich ganz weiter. gerne mal meine Zauberkraft nutzen. Ja, wir haben ja jetzt ja da den Todesboten geskillt. Da hättest du schön Teleportschläge machen können. Ja, deshalb. Aber ja, keine Chance. Lass mich mal kurz drücken. Ja. Martin, überprüfe, ob ich. Es ist auch. Die Taste ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen. Sie lahmt ein bisschen. Ja, müssen wir müssen mindestens die Folge jetzt so spielen, dann gucken wir gleich mal in der Pause, ob das irgendwie am Gamepad liegt oder was. Vielleicht schließen wir ein anderes Mal an. Oh, hier. Seltsam, seltsam. Hinten ist gar nichts mehr. Das ist schon komisch.
Oh, da oben ist er schon wieder. Oh, eine Kletter-Session. Da kommt die Lava jetzt hoch. Unter Zeitdruck. Versuchen wir mal unser Glück. Zum Glück ist die Klettertaste nicht kaputt. Aber wahrscheinlich ist das Kletterhirn kaputt. Sieht gerade voll hübsch aus. Wow, nicht schlecht. So, hoch. Oh Gott, da muss man wieder runter. Ja. Ja, lauf doch. Und hoch. Oh Gott. So was hasse ich ja, ich krieg da ja so Panik bei. Du warst aber gerade echt super. Ach so, darüber. Und hoch, hoch, hoch. Ich hatte nämlich eben gerade schon überlegt, jetzt habe ich es aber total falsch gemacht, weil ich mich da nicht ab... Weil ich beim ersten Versuch... Wow. Der Christian. Wow. Ach, guck mal, da kann man sich dann darüber schwingen. Wollen wir denn da lang? Da hinten ist eine Kiste, da geht es auch noch lang. Ich guck mal hier in die Nebentür, was hier drin ist. Die Nebentür, meinst du das die Nebentür? Und da geht es weiter, glaube ich. Da geht's weiter. Guck mal, das ist eine Maschine. Und hier ist Lava. Oh. Knallhart erkannt. Jetzt muss ich hier natürlich extra aufpassen, weil ich... Kannst du die Magie gar nicht nutzen, das ist echt blöd. Nimm einen Heiltrank. Nimm einen Heiltrank. Oh, das war echt, das war richtig knapp. ist das ein anderer Gegner, der da mit drin ist? Guck mal, der ist schwärzer als die anderen. Hatten wir sowas schon mal? Wisst ihr das? Der hat mehr Verderben um sich rum. Ach, der lebt sogar. Total verdorben ist der. Der hat bestimmt immer unter der Decke schmutzige Sachen gemacht. Deshalb ist der zu verdorben. So. Ich glaube, hier geht's. Soll das Auto mal mitnehmen? Oder willst du erst dir die Kiste? Du bist erkunden. Da rechts ist auf jeden Fall eine Kiste. Die würde ich ganz gerne mal vorher einstecken. Ich kann ja ganz kurz mal schauen, was hier auf der anderen Seite von dem Ding ist, von dem Zeug. Das finde ich immer total schwierig in Dungeons, wenn man nicht weiß, wo es als nächstes weitergeht. Wo man hin soll, ne? Genau, weil ich würde immer als erstes gern die Nebenaufgaben erledigen sozusagen. Ja, ich auch. Wenn ich weiß, da hinten ist nur so ein kleiner Raum, den erledige ich zuerst und danach halt den Hauptstrang weiterfolge. Ja. Aber man es halt überhaupt nicht weiß. Das ist so gemein. Man weiß nicht, wo man lang soll oder wo man nicht lang soll. Ich habe jetzt privat, angefangen ist eigentlich Fall... Oh, schon wieder Kampf. Nur mal kurz reingelegt, das Witcher 2 für die Xbox Version. Und finde es jetzt so von der ersten, sagen wir mal, halben, dreiviertel Stunde sehr cool. Ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, als ich es erwartet hätte. Und grafisch auch doch etwas schwächer, als ich dachte. Und damit meine ich jetzt nicht die Sachen, die der Xbox-Version geschuldet sind. Also schwächere Beleuchtung und schwächere Texturen, wo die Beleuchtung echt noch cool ist. Sondern eher solche Sachen wie Animationen in den Zwischensequenzen zum Beispiel. Mhm. Das sah mir früher in den Testvideos und auf den Bildern und in den Trailern deutlich smoother aus, als es jetzt im eigentlichen Spiel an vielen Stellen ist. Es immer noch sieht cool aus und ist sicherlich auch ganz nett und so. Ach guck mal, ist das hier... Von da sind wir doch gekommen. Genau, und hier war dieser Überweg. Und jetzt ist da überall Lava dran. Da kommt man wieder zurück. Genau. Und hier. Wie kommt man da irgendwie zu der Kiste hin? Da oben ist so ein Scheine-Ding, aber ich kann da nicht hin. Ein Scheine-Ding. Und hier müsste ich das Auto mitnehmen. Da fährt man ins Auto hin. Und hier geht's auch weiter. Dann guck doch mal kurz, was da ist. Aber da ist eine verschlossene Tür nur. Soll ich mal kurz rüberlaufen? Ja. Witcher 2, genauso rum. Und ich musste es jetzt auch ab, wie gesagt, ich habe nur ganz kurz mal einen Abend mal kurz reingeguckt, weil ich kann nicht noch so ein Überspiel anfangen. Ich spiele jetzt das, dann Final Fantasy 13. Nee, hier geht's nicht weiter. Das spielst du auch noch, stimmt. Und noch so ein paar Sachen, das geht alles nicht. Aber ich wollte mal gucken, wie es sich so anfühlt. Und da ist es ja wohl auch so, dass du, wenn du dann in ein neues Gebiet kommst, dann kannst du halt nicht mehr zurück. Da hätte ich halt so eine Panik vor. Das ärgert mich dann immer, ja. Mit diesen, Nebenquests machen, genau. Dass man was auslässt. Muss man da dann wirklich immer erstmal alle Nebenquests machen, bis man dann die Hauptgeschichte macht. Auf Witcher 2 hätte ich auch total Lust nochmal. Da bist du schnell reingestiegen, was? Die warten netterweise. Ja. Das ist sehr höflich von ihnen. Die sind halt gut erzogen. So, und hier kriegen sie die Belohnung. Wer gut erzogen ist, kriegt aufs Maul. Ja, die haben wir ja gerade schon mal besiegt. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier nochmal gekommen sind. Oder? In dem Raum waren wir doch schon und haben die... Das sind halt neue. Die trifft man hier gerade schlecht, ne? Ja. Oh, hat trotzdem funktioniert. Also ich will es auch unbedingt spielen. Ich freue mich da auch total drauf. Ich müsste nur mal die Zeit dafür finden.
Das wäre zum Beispiel was, was man, glaube ich, nicht let's playen kann, weil das auch ewig geht. Obwohl es auch sicherlich cool ist. Wenn wir mehr Zeit hätten, ja, ich würde gerne so viele Sachen let's playen. Unglaublich. Es gibt auch so viele schöne Spiele, die viele Leute da draußen gar nicht, glaube ich, kennen oder nicht mitbekommen haben und die entweder cool sind oder kurios und die ich einfach total gerne euch zeigen würde. Obwohl wir davon zeigen wieder ein paar Sachen. Bitte? Daniel und mich nehmen gerade Aufbruch Bayern auf. Das wird, glaube ich, ein großer Hit. Ja, ich meinte schon wirklich richtige Spiele. Ja, aber richtige Spiele aber machen sie ja dann auch. Das Aufbruch Bayern ist nur so ein bisschen Quatsch. Das hat so ein braunes Spiel. Sie spielen nach Lone Survivor, was sehr cool gelobt wurde von vielen Spielemagazinen. Sah auch sehr nett aus. So eine Art, also sollte es nicht zu ernst nehmen, aber so eine Art 2D Silent Hill, so von der Atmosphäre wohl her. Bin sehr gespannt drauf, wie das. Ja, ich glaube sogar auch, wenn die es jetzt spielen, werde ich es gar nicht selber spielen, sondern einfach nur anschauen, wie Michi und Daniel das spielen. Da ein bisschen zugucken. Ich glaube, da oben ist nichts mehr. Da hinten war doch was, wo du da reinrollen kannst. Ja, da rolle ich mal weiter. Genau. Werde ich einfach nur zugucken, wie Daniel und Michi das spielen und so. Schwupp. Diese Let's Plays genießen, wie ihr das ja anscheinend auch gerne macht. Das wäre eine interessante Frage übrigens, wo ihr mal schreiben könnt. Ist das bei euch immer exklusiv? Guckt ihr Let's Plays nur zu Spielen, die ihr nicht selber spielt? Ich glaube, das haben wir in einem anderen Let's Play auch schon mal gefragt. Ja, so direkt noch nicht, ob sie danach nochmal spielen. Aber würde mich mal interessieren. So, Let's Plays guckt ihr nur, wenn ihr gleichzeitig auch das Spiel spielt, wenn ihr es auf keinen Fall spielt oder nur so als Vorgeschmack, so als Kaufhilfe? Bei mir ging es hier so, ich habe ja auch The Walking Dead habe ich selber gespielt. Ja. Bei der letzten Folge habe ich sogar das Let's Play gemacht, weil Michi im Urlaub war, aber eigentlich spielen das ja Daniel und Michi. Ja. Und habe ich aber trotzdem noch die Let's Plays geguckt von Daniel und Michi. Weil ich gucken wollte, wie entscheiden die sich, was hat das wohl für Auswirkungen auf die Geschichte, was haben die vielleicht so für Theorien, was mit den Leuten los ist. Oh, shit. Das ist ja auch das Schöne an Entscheidungsspielen oder generell an so ein bisschen offeneren Spielen. Okay, Walking Dead ist eigentlich geradlinig mit so ein paar Entscheidungen drin. Aber gerade so die Open-World-Spiele bieten sich da ja zum Beispiel total an. Da kannst du ja ein Let's Play sehen und trotzdem selber dann nochmal was ganz anderes erleben. Ja. Also. Oder sowas, keine Ahnung, sowas wie Arma oder so. Da kannst du ja 1000 Stunden von sehen und wenn du es selber spielst, ist es dann trotzdem nochmal. Oder so, kannst ja zugucken, ist ja völlig Wurst. Genau. Das macht ja gar nichts kaputt. Ach, guck mal, da oben kann man auch noch langlaufen. Da links war aber was eben. Ja, das ist so ein Leuchtding. Achso, da kann ich da raufspringen. Ja, dann landest du wieder auf der Kette. Hui! Und ich habe den Schlüssel dabei. Aber ich will ganz kurz gucken, da komme ich nicht mehr hoch. Nee, ich verliere es nicht. Oh. Müssen wir mal den Weg gehen. War da hinten noch was? Haben wir das übersehen? Oder vergessen? Da war irgendwie so ein, aber auf der Karte wurde auch keine Kiste angezeigt, von daher. Na dann. Nehme ich das mal so mit. So, und ich brauche ja hier den Wagen, oder? Ich muss doch. Aber komme ich da überhaupt durch? Das ist eine Tür. Das da geht es nicht. Durch weiter. Türen kommen wir nicht durch. Nee. Aber jetzt habe ich einen Schlüssel für. Ich gehe mal erstmal dahin, wo die Schlüssel rein soll. Ja gut, Verteidigung. Das ist so irreführend mit diesen grünen. Hör bloß auf. Ich glaube, wir sprechen das auch jede Folge und es ist auch jede Folge ein Ärgernis. Und jede Folge schreiben die Leute, ihr habt den falschen Helm angezogen. Und ihr habt natürlich recht. Aber wie gesagt, irgendwie kann man ja auch so spielen. Und bevor ich dann jedes Mal irgendwie 30 Sekunden in das blöde Menü gehe. Jetzt haben wir hier die Tür aufgemacht. Das würde mich aber interessieren, das stelle heute nur die Fragen an euch. ihr sagt dann ja immer so, ihr ganz klarer Fall, ihr habt die falschen Armschienen angezogen. Solche. Woher wisst ihr das? Merkt ihr euch dann irgendwie die Armschienen von vorhin hatten? Ihr könnt ja auch nicht ins Menü gehen, wie wir es könnten. Die machen auch Standbild. Spult ihr nochmal zurück zu der einen Szene, wo man die gesehen hat? Oder habt ihr euch gemerkt, so jawohl, die Stats 68 Verteidigung waren besser als 37 Widerstand und 12 Crit besser als 13 Magie oder so? Weiß ich nicht. Merkt ihr euch das denn? Würde mich schon interessieren, warum die Leute halt das schreiben. So. Oh, jetzt geht hier der Boden weg. Jetzt verliere ich im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen. So, hoch, nach rechts. Schon wieder so ein Zeitdruck-Ding. Ha. Das ist hier der Zeitdruck-Dungeon. So, und jetzt darüber, oder? Das gleiche nochmal, ja. Mit der Greifhand. Ja. Oh. Das ist das Problem. Leg am besten mal gleich die Faust an. Ja. Weil wenn du einmal am Schießen bist, dann reagiert er nicht mehr darauf. Auch wenn du dann in Reichweite bist. Hast du gesehen, da eben stand sogar RT. Ja, und der hat du hast weiter geschossen. Genau. Ja. Das war der Fehler, den wir dann beim Koloss gemacht haben, oder? Genau. Der Koloss von Rados. So. Sag mal. Vielleicht muss ich auch länger warten, bis es unten ist. Das ja.
Ah ne, jetzt ging es sofort. Also ohne, ja, dass er hat es sogar noch nicht angezeigt. Ja. Achso, jetzt nach unten. Also mit der Faust mal jedenfalls auf der sicheren Seite. Ich hasse ja diese Sachen, wenn es dann nach unten geht plötzlich. Ja, man will ja halt eigentlich nach oben, um der Lava zu entkommen. Erstmal Panik. So, aber das geht. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Ah. Und rüber? Oh nein! Nein! Ach, da war doch Stein. Von der Grafik her war doch da Stein. Was ist denn das für ein Scheiß? Beschwerdebrief an den Entwickler, ich will ein anderes Ende. Da ist der Fritz jetzt böse. Für diese Szene will ich ein anderes Ende. Apropos Panik, die Leute haben sich ja sehr über deine Spinnenattacke gefreut. Ja, ich danke dir nochmals dafür, dass du das online gestellt hast. Gerne. Vor allen Dingen, weil ich ja echt zwischendurch so mädchenhaft klinge. Das hatte ich total vergessen, also, dass du ja wirklich total hinüber warst. Vielen Dank, ey. Vielen Dank. Ach. Wir haben doch nichts zu verstecken. So sind wir halt. Du bist ja immer noch dran mit den Horrorvideos, wenn du dich da schlägst. Ich freue mich auch sehr drauf. Jetzt habe ich es geschafft. Sehr schön. So. Zur Belohnung darfst du jetzt auch eine Pause machen. Wir können mal rausfinden, warum jetzt die linke Taste nicht funktioniert. Wir tauschen die aus. Wir tauschen das Gamepad aus. Ja, wenn es nicht funktioniert, ist es sonst blöd. Ja, wir tauschen mal das Gamepad aus und in der nächsten Folge gibt es dafür zur Belohnung doppelt so viel Magie. Alles nur für euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.